Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, zusammen mit Mike Müller von Best Drum. Und wir sind jetzt hier auf der Just Whiskey 2018 in Oberhausen. Was macht diese Whiskey-Messe für dich aus? Was ist besonders? Zum einen ist es die letzte Messe vor der Sommerpause. Das ist schon mal sehr schön. Und zum anderen ist es halt eine sehr, sehr schöne, gemütliche, familiäre Messe. Es wird sich um einen gekümmert, die Veranstalter sind top, die Aussteller sind top, die Leute sind top. Immer eine sehr, sehr schöne Messe. Und bis jetzt ja auch immer richtig geiles Wetter. Ja. Und auch heute auch ist es wunderschön, fast zu warm. Ja. Super, also es gibt einen Spruch. Diesen Spruch heißt, Whisky-Experte zu werden ist eine lange, aber schöne Reise. Welche Tipps hättest du da für diese Reise? Nun ja. Meinst du jetzt, wenn man anfängt, diese Reise, zum Beispiel, diese Reise beginnt? Ja. Ja. Nehmt euch Zeit. Ja. Nehmt euch Zeit, um eure Whiskys zu genießen. Mhm. Lasst euch nichts einreden. Entscheidet selber. Es muss euch schmecken. Ja. Und so weiter. Also ich bin da wirklich hier nicht eine Anfänger-Whisky vorzustellen, aber diese Sache hat mich echt angetan. Ich war bei Marco Bonn letzte Woche und da hat er 12, 14 verschiedene Flaschen aufgehabt. Und ich kam und kam immer wieder da zurück. Das Zeug ist so gut. Was ist die Geschichte dazu? Gibt es da irgendwas zu erzählen? Zum Erbelauer. Ja. Ja, Lucky Cask. Ja. Mhm. In Schottland entdeckt und direkt abgefüllt. Direkt gesagt, nehmen wir, müssen wir haben. Ja. Sowas bekommt man selten. Schöne Farbe, 9 Jahre Sherry fast. Richtig kräftig. Ja. Ja, erinnert fast an den Abu Nahf, aber ja, besser. Ja, genau. Ja. Und wird auch sehr gut angenommen. Ja, ja, absolut, sehr, sehr schön. Nun, wir reden jetzt hier auch über Altersangaben, aber manchmal hat man keine Altersangaben, diese No-Age-Statements. Ist das Fluch oder Segen? Dieses No-Age-Statement war ja einer der Gründe, warum wir mit Best Drum angefangen haben, weil wir eben das nicht so gut fanden und deswegen wird man auf unseren Whiskys immer ein Alter finden, egal wie alt sie sind. Mhm. Sind sie nur 6 Jahre alt, sind sie halt nur 6 Jahre alt, aber wir schreiben es drauf. Ja. Andererseits, die Qualität eines Whiskys am Alter festzumachen, ist ja auch jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Mhm. Muss jeder für sich entscheiden, aber wir finden, dass unsere Whiskys ein Alter drauf haben müssen. Deswegen werden wir No-Age-Statement nicht mitmachen. Okay. Also, du schaust schon auf den Whisky-Markt in Deutschland, du hast einen guten Überblick. Ja. Welche Veränderungen oder welche Entwicklung gab es in diesen letzten Whisky-Saison? Ja, der Saison fängt im Herbst an und endet im Sommer. Ja, man bekommt das ja auch so in Social-Media-Plattformen mit, was so alles passiert. Manche Sachen sind erschreckend, andere Sachen sind sehr positiv. Und man muss jetzt einfach mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich meine, Whisky ist immer noch aufsteigend von der Tendenz her. Und mal sehen, was da kommt. Ja. Okay. Manches war gut, manches war schlecht. Magst du etwas erzählen, was gut war? Ja, da fallen mir viele Sachen ein. Viele schöne neue Abfüllungen, viele neue Ideen, was auch Fasslagerungen angeht. Viele neue Ideen, was es Blenden angeht und sowas. Da waren schon ein paar tolle Sachen dabei. Ja. Also ich habe für mich entdeckt, Cognac. Finishings finde ich irgendwie absolut cool. Ja. Habe ich vorher gar nicht gehabt. Dann die letzten drei habe ich gesagt, okay. Habt ihr auch irgendwas Ähnliches im Programm? Cognac jetzt nicht. Das Einzige, was wir jetzt an exotischem Fass hätten, wären Glenmorray aus dem Rumfass. Okay. Ja. Rum ist nicht so exotisch. Aber gut. Also Sherry. Hättest du die Frage vor 2 Jahren gestellt, dann wäre das aber eine andere Antwort gewesen. Oh, ne? Vor 2 Jahren war Rum noch relativ exotisch. Ja, gut. Caribbean Cask denn da von Balvini und so weiter. Also Sherry Port und Rum sind für mich Standard und da geht es Richtung exotisch. Sehr, sehr gut. Ansonsten, wenn ich noch einmal kurz einhaken darf, fällt mir gerade ein, wir haben noch einen schönen Kalila aus einem Pomerol-Weinfass. Exotisch. Ja, exotisch. Genau, ja. Bravo. Siehst du? Und was ist das für ein Wein jetzt nun? Das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich dachte, du bist der Experte. Ich hab noch nie in meinem Leben Pomerolwein getrunken. Ich auch nicht, deshalb. Also ich frage dumm und ich kriege eine gute Antwort. Er scheint sehr lecker zu sein, weil er passt sehr gut zum Whisky. Okay, gut, wunderbar. Also Brexit, was passiert bei uns jetzt hier in Deutschland mit unserer Whisky-Kultur? Ja, natürlich hoffen wir ja alle, dass die Jungs da oben raus aus Großbritannien und in der EU bleiben, aber sei mal dahingestellt. Ansonsten, sicherlich wird sich was verändern, wahrscheinlich auch preislich, aber da ja alle betroffen sind und nicht nur Einzelne, weiß ich noch gar nicht, ob das so eine große Auswirkung haben wird. Ja. Okay, super. Also nicht alle kennen Best Rams. Elevator Pitch, also 90 Sekunden, wer und was ist Best Rams? Was ist Best Ram? Ja. Wieso kennt nicht jeder Best Ram? Natürlich kennt jeder Best Ram.
Okay, alle kennen Best Ram. Nein, okay. Vielleicht für die drei, die es noch nicht kennen. Genau. Wir haben uns vor 4 Jahren gegründet. Eben auch unter anderem aus dem Grund, dass wir ehrliche, aussagekräftige, schöne, ausgefallene Whiskys machen möchten. Ungefiltert, ungefärbt, in Fassstärke belassen. Mittlerweile haben wir auch so Sorten wie unsere Double Cask, wo wir also selber anfangen zu verblenden. Und wir wollen einfach schöne, ausgefallene und ehrliche, abgefüllte Whiskys auf den Markt bringen. Super. Also erzähl mal ganz kurz zu Double Cask. Kenne ich auch noch nicht. Das ist jetzt so eine Serie, die haben wir vor einem Dreivierteljahr mal ins Leben gerufen, wo wir uns einfach mal hingesetzt haben. Ja, mach groß. Wo wir uns einfach mal hingesetzt haben und mal versucht haben, welche Whiskys, die wir haben, passen denn sehr gut zueinander. Und wir haben mittlerweile 3 verschiedene Double Cask Serien auf den Markt gebracht. Wir versuchen immer was Schönes, Süßes aus dem Sherry-Fass mit einem schönen, rauchigen Whisky zu vermählen. Lassen das passiert alles in Schottland, also nach unseren Vorgaben. Und die werden dann noch in einem kleinen Sherry-Quarter-Cask nachgereift zum Vermählen und dann eben abgefüllt. Super. Ja. Und 3 Monate? Oder wie lange? Ja, 3 Monate werden sie nachgereift. Super. Also eine letzte Sache. Ich sehe hier auch The Trail of Tears, auch eine sehr, sehr schöne Bourbon. Was passiert jetzt hier mit unserer Strafsohle auf Bourbon? Ja gut, der ist ja schon hier, da passiert gar nichts mit. Genau. Ja, und alles Weitere muss man halt mal schauen, ne? Da muss man halt schmuggeln. Ja. Al Capone. Ja? Haben wir nicht hier gehört, online. Ist die Kamera an? Ja, die Entschuldigung. Entschuldigung. Genau, gibt es da irgendwie einen Pipeline, irgendeinen neuen Bourbon, der rauskommen wird? Im Moment noch nicht. Okay, und was gibt es im Herbst, worauf wir uns freuen können? Wir haben jetzt wieder schön eingekauft, wir kommen gerade aus Schottland. Ja. Es wird einen schönen 23 Jahre alten Whisky aus dem Sherry Fass geben. Sind ein paar schöne Sachen dabei. Ja, lasst euch überraschen. Super. Man findet euch www.bestdram. Best-dram.de. Ja. Und auch bei ein paar Fachhändler, oder nicht, Mars? Genau. Welche Fachhändler würdest du empfehlen, wenn ich im Norden bin? Wenn du im Norden bist, was haben wir denn im Norden? Oh, das ist aber jetzt eine Frage. Ich komme aus dem Norden, deshalb. Ja, selber schuld. Ja, manchmal ist es so. Okay, ich bin im Ruhrgebiet. Welche Fachhändler würdest du empfehlen? Im Ruhrgebiet haben wir zum Beispiel das Whisky Hort. Ja. Ja, da gucken sie schon ganz, ganz grimmig, wenn ich jetzt nicht Whisky Hort gesagt hätte. Ja. In der Rhein-Main-Gegend haben wir natürlich auch ein paar Händler. Wir haben auch Händler im Norden. Aber wir haben mittlerweile ist unser Händler tatsächlich so weit ausgebaut, dass du mich jetzt bitte nicht nach einzelnen Händlern fragst, wo wer ist und so. Ich habe schon mit Norden das relativ global gehalten, dachte ich. Entschuldigung. Also, es macht immer wieder Spaß mit dir, Mike. Danke. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Mike Müller von Best Dram. Best Dram ohne S. Ciao.